Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Together. Natürlich mit eurem MH261095. Guten Tag. Wo? Ja, so, wir fahren direkt los. Der erste Abstecher, der geht nach Reims, wo der Tobias abladen muss. Jupp. Und dann geht's hoch nach Lille, Richtung Frankreich auf jeden Fall, sind momentan in Wien. Ab geht's, oder? Jupp. So, ich muss jetzt hier rechts raus. Oh. Ja, aufpassen. Ja, deswegen bleibe ich jetzt kurz stehen. So. Ja, wenn ihr das mitbekommen habt, vorne links. Jo. Vor der Aufnahme sind uns wieder so ein paar Spasten wieder entgegengekommen. Ne? So Leute, wo keine Hobbys haben, ne? Unnötig. Jupp. Und ich hoffe, heute gibt's keine. Ja. MV-Welse Fails. Also von meiner Seite aus nicht. Heute fahre ich anständig. Jupp. Also die Ampel sehe ich jetzt gar nicht, sehe nur den dicken Anhänger vor mir. Ja, Andreas. Ja, super. Warum schwätzt denn der jetzt im Game? Dein Ernst? Was war denn das? Keine Ahnung, Spanisch oder Italienisch, keine Ahnung. Ich bin jetzt auch scheißegal. Seit wann gibt's denn einen In-Game-Chat? Ja, hab ich. Oh Gott. Ich hab's gerade gehört. Keine Ahnung, was für eine Sprache war. Das ist jedenfalls Spanisch oder. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Sprachen nicht großartig an. Aus. Es war jedenfalls kein Englisch. Sagen wir mal so, ich denk mal, das war so. Oh, dann. Nass, Jana, ich verstehe. Jana, schnell. Halt die Schnauze, Alter. Seit wann hat ETS wieder Sprachchat reingemacht? Weiß ich nicht. Ja, der erste Fail. Nein, Spaß. Ich hoffe, die schwätzen nicht die ganze Fahrt durchgehend, Alter. Krieg ich einen Arm. Nee, wenn die weg sind. Jetzt hören wir gar keinen mehr, weil die alle aus dem Chat raus sind. Kannst du auch mit Tabulator sehen. Ich bin gerade erschrocken. Ich verstehe so hinter dir auf einmal. Was war denn jetzt hier los? Ich bin so, nicht, you have left the city. Jo. Bin das gar nicht gewohnt, dass es jetzt in-game gibt. Ja, das ist neu. Da steht 90. Das war 80, ne? Ja. Hab noch über 16 Stunden, aber okay. Wird zwar knapp 2 Stunden aufnehmen, ne? 16 Stunden Fahrt. Über 16 Stunden. Keine Ahnung. So. Ey, warum wird. Alter, ja klar. Guck mal, ich werde schneller und ich gebe nicht einmal Gas. Ich gebe nicht Gas. Ich drücke keinen Pfeiltaste. Nix. Passiert. Oh, jetzt richtig flüssig. Ist richtig super, dass du bei mir gerade gar nicht leckst. So nur so minimal, also ganz kurz. Ich will trotzdem ein bisschen mehr Abstand halten. Naja, ich fahre ein bisschen links hier, so. Aber die Ruckler sind immer so extrem wie früher. Also vor der Aufnahme habe ich die anderen Parts gesehen. Wow, jetzt hast du aber extrem gerade geruckelt gerade. Siehst du? Ja, ist nicht mehr so schlimm wie früher, finde ich. Ja, das ist, weil der Server auch ziemlich leer ist. Ja, sei froh. Wenn wir Europa 2 oder 1 gehen, da wird es nur ruckle. Ich weiß, warum Fraps aufgehört hat mit der Aufnahme, ne? Wieso? Das war erstens nicht die aktuellste Version. Sondern eine veraltete, also die vorige, vor der, wo du hast. Also ich habe dieselbe Version wie du jetzt gerade.
Und die hat anscheinend nur eine Stunde aufnehmen können. Und die kann hier zum Beispiel, so wie ich gelesen habe, fast 3 Stunden aufnehmen. Und wie war dein Tag so einigermaßen heute? Ganz gut, ganz gechillt. Ich habe jetzt 10 Tage Urlaub. Ist nett. Ich werde mal vielleicht demnächst bald Urlaub machen. Ich wollte so April, Mai so Urlaub machen. So ungefähr um den Dreh rum. Cool, du kannst auf die rechte Spur wechseln übrigens. Ach so, ja. Du fährst auch schneller als 80, weil ich genau 80 fahre und du immer schneller wirst. Ich fahre 81 momentan. Nur bergrunter bin ich schnell. Ich gebe aber kein bisschen Gas, nix. Ich lenke nur. Ich fahre gerade 84 bergrunter, jetzt gehe ich wieder runter. 79. Ah, morgen wird's richtig anstrengend, Alter. Morgen geht's wieder los, Ostern. Fresse, fresse, fresse. Passiert. Mein Tank ist noch ausreißend, Alter. Mit dem komm hin und zurück. Ich kann mit dem Tank jetzt 4000 Kilometer fahren. Ich kann mit dem Tank 2695 Kilometer fahren. Okay. Bin ich irgendwie zu schnell? Ich fahre jetzt nur 81. Ich fahre 80 und ja. Ich komme mit dem Tank 4242 Kilometer. Okay. Alter, ich bin mit diesem LKW schon 147.025 gefahren. Was ist? Ich weiß gar nicht, wie viel wie ich mit dem Renault gefahren bin. Jedenfalls sind es zu viel. Ich komme nicht mehr hinterher, Tobias. Ich fahre 80 und du fährst irgendwie viel zu schnell. Ich fahre nur 81. Warte mal. So, 80. Jetzt fahre ich genau 80. Da habe ich kurz abgebremst und habe wieder auf C gedrückt. Ich fahre genau 80. Oder soll ich kurz mal runtergehen auf 75? Ist mir egal. Ja, nee, ich frage dich ja nur. Weiter geradeaus. Ich fahre jetzt genau 80, so wie es unten links steht. Genau 80, kein km/h zu schnell und auch kein km/h zu langsam. Ja, okay, kann vielleicht sein, dass ich auch vielleicht eine leichte Fracht habe. Ich habe nur 18 Tonnen. Ich habe 20. Okay, what the fuck. Wegen 2 Tonnen wirst du nie im Leben langsamer. Außer du hast ein bisschen schwächerer Motor. Nee, ich habe den stärksten drinne. Okay, dann verstehe ich jetzt gerade die Physik nicht. Mittlere Spur. Ja, bin ich gerade, ganze Zeit. Der Abstand, ich sehe es unten rechts auf der Karte am Navi, dass der Abstand irgendwie größer wird statt kleiner. Hast du die Folge angeguckt? Tobis Vater ist in the house. Ey, so richtig unprofessionell, ey. Ich hab extra gesagt, wann ich aufnehme, wie viel Uhr, ne? Egal. Bin ich eigentlich laut bei dir oder nicht? Doch. Okay, gut. Ich hoffe, es leckt auch nicht. Ich hoffe, es leckt auch nicht oder so. Ich habe jetzt gerade Teamspeak nebenher noch auf, aber... Hab ich wieder hinter mir. Bin ich wieder ein bisschen schneller gefahren. Oh Gott, ich müsste dann hier direkt dann gerade nach dem gerade ausfahren gleich rechts dann. Ja, ich auch. Also ich mir noch ein hier jetzt gleich abbiege. Ja. Aufpasse, ich bremse, ne?
Alter, du ruckelst da. Ja, und halt hier lieber links, Abstand, ne? Ja. Deswegen sagst du ja immer halt Abstand. Ich weiß nicht, warum ich so extrem ruckel, aber... 80 darf man fahren. So, C, jetzt fast genau 80. Nur berg runter bin ich irgendwie schneller. Deswegen verlierst mich dann. 84 fahre ich gerade berg runter. So. Jetzt fahre ich wieder 80. Was? 81, okay. Jetzt war es 80. So. Nimmst du immer ein 60 auf oder in 30? Also bei ETS nehme ich immer ein 30 auf und bei Minecraft auf 60. Ich nehme überall 60 auf. Weil ich weiß nicht, weil letztes Mal habe ich Probleme gehabt, wo ich 60 aufgenommen habe, ne? Habe ich ja Dauerbildschirm gehabt, dass ich im Game rausgeschmissen worden bin, ne? Okay. Keine Ahnung warum, also mein Laptop ist nicht schwach, jedenfalls besser wie vom Razer Pro Gaming, ne? Also diese Schrottkarre mit 10 Jahren auf dem Buckel. Ja. Der will sich jetzt einen besseren kaufen, aber ist ja seine Sache. Okay. Musst du noch Pipi oder? Nee. Da fahren wir durchgehen dann. Ja. Also wenn mein Timer klingelt, dann ist in die 2 Stunden vorbei, ey. Das werden wir eh früher schaffen. Siehst aber da das eine lange Fahrt ist, denke ich mal, schaffen wir eh nur eine. Wie viele Kilometer hast du noch? 816. Ja gut, ich habe noch 1000. Eigentlich darf man das Deutschland! Hier schon drin oder was? Ja, da war doch gerade die Grenze. Also laut meinem Timer habe ich noch 1:47 noch Zeit. Eine Stunde 47 minus 13 Stunden. Das wird zwar nichts, aber okay. Und wenn er klingeln würde, dann macht man eben bis zu Ende der, ja, von der Fracht. Du fährst mir ja dann auch hinterher, ne? Yep. Also ich nehme durchgehend auf. Dann mache ich ein kurzes Cut, ne? Wenn ich meine Lieferung, oder soll ich es durchgehend aufnehmen? Ist mir egal, du musst da auch danach nicht aufnehmen. Ich muss da dann nur noch hinkommen. Dann mache ich mir ein kleines Cut, also sprich, mache ich die Aufnahme Ende, wo es dann abkoppelt. Und dann nehme ich dann weiter auf und fahre die dann hinterher in Ebene. Denke ich mal, dass man dann schon über 2 Stunden dann dabei habe dann. Dann hat mein Laptop wieder was zu tun bis morgen Nachmittag. Oh, was war das jetzt? Ich bin gegen meinen Membraner gestoßen. Wie du es dich ankannt und hört. Bump. Ich habe immer noch nicht eingestellt, Spiegel siehst. Ich schon. Hast du bei dir weit eingestellt, also hoch, oder? Ja, so dass ich halt was sehe. Und die Sonnenstrahl, das ist extrem. Tobias. Wart. Guck auf die Straße. Ey, wenn es für die Fracht kein Geld bekommt, ey, dann weiß ich auch nicht weiter.
Alles klar, Handy. Handy spaßt ab. Was machst du an, Osterarzt? Ich bin Moike, Nachmittag, den ganzen Tag unterwegs. Bitte. Ich fahre mit meinem Modellauto und chill hart sonst. Also ein bisschen rumsaus eben. Ja. Aber die Dinger sind doch teuer, oder? Ja, ich hab zwei. Ja. Also das, wo im Hintergrund liegt und dann eben das andere noch, oder was? Ja. Okay. Der eine hat 500 Euro gekostet und der andere, den habe ich selbst zusammengebaut, der hat ungefähr auch 400 Euro gekostet. Ja, aber ich denke mal, das Zusammenbauen, das kostet mehr Zeit und mehr Geld, als wenn du so ein fertiges dann kaufen würdest. Es kommt drauf an. Ja, meinst du jetzt von der PS-Anzahl her, von der Geschwindigkeit, oder? Ja, wenn du halt einen Bausatz hast, kannst du das reinbauen, was dir gefällt. Und wenn du halt einen vorgefertigten hast, hast du halt den Motor drinnen, der verbaut wurde. Hm. Klar kannst du ihn auch ändern, aber da musst du halt nochmal zusätzlich Geld ausgeben. Ich meine, meiner fährt 120. Von daher ist mir das relativ egal. Im Gelände oder auf der Straße? Auf der Straße. Hm. Ich denke mal, im Gelände wird er maximal 70 bis 80 fahren. 70, 80, so, ja. Aber im Gelände fährt man ja auch nicht so schnell. Echt nicht? Okay. Nee. Ja, aber das ist ja mehr so ein Geländefahrzeug, oder? Ja, der Buggy, der da hinten auf dem Tisch steht, das ist halt eher so Straße und weniger Gelände, weil er hat eine andere Bereifung, aber den, wo ich hier auf dem Boden stehen habe, der ist nur fürs Gelände, beziehungsweise auch für die Straße, aber Gelände ist halt besser. Okay. Wie viele Kilometer hast du noch? 688. Okay, dann muss ich fast 200 Kilometer noch nach Lille fahren. Da brauchst du danach nicht mehr aufzunehmen, das ist unnötig. Okay. Ich muss mal aufhören, aufs Handy zu gucken, Mann. Tja, du bist ein Blindel. Ja, du hast Handy auch direkt, wie ich, direkt auf dem Schoß. Hock und das Ding vibriert jede für 2 Minuten. Nein. Sei froh. Find lieber den Server besser als der, wo sie vor letztem Mal aufgenommen haben mit dem Razer Pro mit dir, mit Europa 2 und 1 hat es nur geruckelt. Ja, da ist immer viel los, deshalb. Letztes Mal habe ich mit dem Razer Pro Gaming ja aufgenommen, ne? Und da habe ich extrem ein Standbild gehabt und das Video habe ich dann gelöscht. Da habe ich es echt ohne Witz, ungelogen, 5 Minuten ein Standbild gehabt. Okay. Und er nimmt auf und er nimmt auf und ich fahre keinen Meter weiter, ne? Also wie so ein Standbild. Mhm. Und danach, bumm, 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 auf einmal ist... geradeaus, ne? Ja. Und auf einmal ist er dann wieder dermaßen vor mir, unnormal. Der war dann mindestens einen Kilometer vor mir. So lange habe ich ein Standbild gehabt. Da habe ich mir gedacht, nö, komm. Die Aufnahme lösche ich. Also das muss ja sich kein Mensch reinziehen, wo einer 5 Minuten lang nur ein Standbild hat. Und mein Laptop ist kein schlechter. Also so ist es nicht. Ich könnte auch Spiele in Hochauflösung, aber nicht in Ultra auf einstellen, ne? Mhm. Boah, Alter, hab ich's ewig nicht mehr. In Wien, überleg mal, vor einem Monat habe ich zuletzt in Wien gespeisert. Mhm. Ey, du fährst wieder so schnell. Ich fahre aber nur 81, schneller fahre ich nicht gerade. Ja, ich fahre genau 80 und ich komme dir nicht hinterher. Ich fahre gerade 1 km/h schneller, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich habe 18 Tonnen, du hast 2 Tonnen mehr.